Willkommen meine lieben Mystery-Freunde. Ihr habt alle schon einmal dieses Phänomen erlebt, dass ihr irgendwo einen Gegenstand ablegt und ihn plötzlich nicht mehr wiederfindet, aber dennoch sicher seid, dass ihr genau an diesem Punkt abgelegt habt. Es hat den Anschein, als hätte sich der Gegenstand wie durch Luft aufgelöst. Und man kann sich gut vorstellen, dass der eine oder andere plötzlich in Panik verfällt, eben weil er die Autoschlüssel braucht. Aber er war sich sicher, die Autoschlüssel dort oder hier abgelegt zu haben. Nach minutenlangem Suchen findet man plötzlich den Autoschlüssel wieder, aber genau exakt an dem Punkt, an dem man meinte, man hätte ihn dort abgelegt. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat dieses Phänomen schon hautnah erleben dürfen. Aber was steckt da genau dahinter? Befinden wir uns wahrscheinlich doch in einer Matrix? Oder ist vielleicht die Geisterwelt daran schuld? Oder sind es vielleicht die kleinen grauen? Was genau bedeutet dieses Phänomen Am Morgen des 6. Mai 1878 befand sich Johann Zöllner, Professor der Physik und Astronomie an der Universität Leipzig mit dem amerikanischen Medium Henry Slade, in einem Raum, der für eine parapsychologische Experiment vorbereitet war. Zöllner und Slade saßen am kartentisch, ihre Hände ruhten ineinandergelegt, auf dem Tisch. Sonst war niemanden anwesend. Nach etwa einer Minute begann ein rundes Birkenholztischchen, das in einiger Entfernung stand, hin und her zu schaukeln. Dann glitt es langsam auf den Kartentisch zu und kroch darunter. Eine Minute lang geschah nichts weitere. Slade wollte schon seinen Kontrollgeist fragen, was als nächstes passieren würde, als Zöllner einen Blick unter den Kartentisch warf, um nachzuschauen, was der kleine Tisch gerade tat. Zu seiner Verblüffung war er aber verschwunden. Die beiden Männer durchsuchten das ganze Zimmer, doch der Tisch ließ sich nicht finden. Zöllner und Sled setzten sich schließlich wieder an den Kartentisch, reichten sich die Hände und berührten sich auch an den Beinen, so dass sie keiner von beiden unbemerkt bewegen konnten. Nach fünf Minuten gespannten Wartens bemerkte Sled ein Leuchten in der Luft. Für ihn ein Zeichen dafür, dass ein paranormale Erscheinung bevorstand. Niemand sonst hatte dieses Leuchten bei Sitzungen mit Slade jemals gesehen. Slade's Blick wandte an der Wand hinter mir hinauf, zur Zimmerdecke, erinnerte sich Zöllner, und als ich mich umdrehte, bemerkte ich plötzlich, wie der kleine Tisch, der bis dahin unsichtbar war, aus einer Höhe von 1,5 Meter mit den Beinen nach oben auf den Kartentisch herabschwebte. Dabei handelte es sich beliebt nicht um eine Halluzination, denn beim Herunterschwimmen stieß das Holztischchen beide Männer schmerzhaft am Kopf. Ich muss schon dazu sagen, dass diese Geschichte schon irgendwie sehr merkwürdig sich anhört. Trotzdem, dieser nüchterne und detaillierte Bericht schildert eine Teleportation, das Verschwinden eines Objektes oder einer Person und ihre Wiederauftauchen am selben oder einem anderen Ort ohne Hilfenahme physischer oder mechanischer Mitteln. Ein vermutlicher verwandtes Phänomen ist das Durchdringen von Materie, wenn beispielsweise ein Gegenstand aus einem fest verschlossenen Behälter verschwindet bzw. durch ein verschlossenes Gefäß in denselben hineingelangt. Derlei Erscheinungen treten bei Seanzen mit bestimmten Medien auf, die die Psychokinese beherrschen, zuweilen auch bei Poltergeistern. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass sie nur sehr selten stattfinden, wenn Parapsychologen anwesend sind. Und dabei auch streng kontrollierte Bedingungen herrschen. Daher scheint der Verdacht, dass es sich um Tricks handelt, nicht ganz unbegründet zu sein. Dass solche Phänomene die Verblüffungsschwelle der meisten Menschen überschreiten und mit den herkömmlichen Naturgesetzen unvereinbar sind, werden sich in der Parapsychologie weitgehend ignoriert. Zöllner jedenfalls wurde regelrecht verspottet und von etablierten Parapsychologen niemals ernst genommen. Was sicherlich eher auf die Schieneunglaublichkeit der Ereignisse selbst als auf irgendwelche Unklarheiten in seiner Schilderungen oder mangelhafte Versuchsbedingungen zurückzuführen ist. Jahre später kam noch hinzu, dass Led, als seine medialischen Fähigkeiten nachlesen, von einem Untersuchungskomitee überführt wurde. Bei Versuchen mit Geisterschriften einer Schiefertafel betrügerisch präpariert zu haben. Bei weiteren Sitzungen mit Slade, an denen Zöllner teilnahm, bewegten sich auch andere Objekte auf. Unmöglicherweise so gerieten etwa Knoten in Bindfäden, Lederschnüre oder selbst Schweinedärme, obwohl Zöllner diese fest in der Hand hielt oder sie anderweitig unter Kontrolle hatte. Bei einer Sitzung sollte zwei Holzringe ineinander verschlungen werden, was allerdings misslang. Immerhin fanden sich zum Schluss der Seance auf völlig unerklärlichen Weise am Bein des bereits bekannten Birkenholztischchens hängend. Der Tisch hatte sich weitaus leichtsreich Reichweite befunden, da dieser zum Zeitpunkt gemeinsam mit Zöllner an dem großen Tisch saß, um die Ringe um das Tischbein zu, zu legen, hätte jemand den Tisch auseinandermontieren und wieder zusammenschrauben müssen. Zöllners psychokinetische Experimente sind in zahlreichen Buchbändern dokumentiert. Wenn jemand Arbeiten auf diesem Gebiet der Parapsychologie Aufmerksamkeit verdiene, dann gewiss die von Johann Zöllner. Man kann durchaus davon ausgehen, dass sicherlich viel davon getrickst worden ist. Wie zum Beispiel durch Zauberei oder durch Magie. Aber was ist mit den wirklichen Dingen, die plötzlich verschwinden, indem man aber sicher war, die Gegenstände hier abgelegt zu haben? Ist das vielleicht ein Fehler in der Matrix? Die Frage stellt sich, warum verschwinden urplötzlich Gegenstände, obwohl man sich sicher war, diese Gegenstände dort abgelegt zu haben. Es verschwinden nicht nur Gegenstände auf rätselhafte Weise, auch Menschen verschwinden spurlos. Und nicht zu guter Weise verschwinden nicht nur einzelne Personen, sondern auch ganze Völker. In der Nähe des kanadischen Sees an lag bis 1930 ein Uitendorf, Diverse Felljäger trieben Handel mit den Dörfchen, als der Jäger Joe Labelle aber eines Tages dort seine Ware verkaufen wollte, war das ganze Dorf wie leer gefegt. Labelle fand halbfertige Kleidung, in der noch Nadeln steckten und essen, das noch auf dem Feuer war. Als wäre das nicht schon gruselig genug, fand er sieben tote Schlittenhunde und ein Grab, das scheinbar geöffnet wurde. Die Polizeisucht nach den Einwohnern blieb aber jedoch erfolglos. Hier stellt man sich durchaus die Frage: Was ist mit dem Volk passiert? Wurden sie Opfer einer Entführung? Sind sie vielleicht ausgewandert? Oder was ist da genau passiert? Natürlich hört man dort immer wieder von seltsamen Lichterscheinungen. Wurden sie vielleicht doch Opfer einer außerirdischen Entführung? Nichtsdestotrotz, das Volk blieb bis heute verschwunden. Auch in anderen verschiedenen Regionen verschwinden immer wieder Menschen. Es ist bekannt, dass auch wiederum in Nationalparks Menschen spurlos verschwinden. Das Internet ist grundsätzlich voll davon, wenn es um vermissten Personen geht. In den Nationalparks der USA verschwinden fast jährlich immer wieder Menschen. Ein Autor namens David Balides hat sich diesem Phänomen angenommen. Paulides hat sich ein Muster zurechtgelegt, nach welchen sich in unterschiedlichen Parks unerklärliche Vermisstenfälle über die Jahrzehnte gehäuft haben und untersucht nur diejenigen, die diesem rätselhaften Muster entsprechen. Er legt für gewöhnlich folgende Kriterien zugrunde. Auf Selbstmord, Unfall, Gewaltverbrechen, menschlichen Traben oder Tierangriffe gibt es keinerlei Hinweise. Die Menschen verschwinden von einem Moment auf den anderen und werden, wenn überhaupt, erst nach Monaten gefunden. Kinder zwischen 2 bis 6 Jahren, die ursprünglich von einem Moment auf den anderen verschwinden und teilweise bis zu 10, 15 Meilen tot oder lebendig von der Stelle des Verschwindens entfernt aufgefunden werden. Die Fundstelle der Leichen befindet sich dort, wo die Behörde meist sogar mehrfach vorher schon gesucht hatten, selbst wenn Hunderte von Ermittlern die entsprechende Stelle schon passiert hatten. Wie kann das sein, dass Ermittler schon vor Ort dort schon gesucht hatten, aber nichts gefunden hatten, aber später genau an der gleichen Stelle dann die Leichen fanden? Paulides spricht von gruseligen Geschichten, bei denen Ranger und Behörden den Park besonders gründlich durchkämmt und nach Monaten auf einem der Hauptwege einen umgestürzten Baum finden, über dem sauber und ordentlich die Leichen der vermissten Person abgelegt wurde, ohne erkennbaren Verletzungen. Zum Beispiel Kinder, die kaum Kraft haben, mehrere Meter zu krabbeln, finden sich nach etlichen Monaten 10 bis 15 Meilen in absolut unwegsamem Gelände wieder, meistens tot. Und weisen keinerlei Gewalteinwirkungen auf. Auch hier verschwinden sie und werden vorher weder von Helikopter, Wärmebildkamera oder gigantischen Suchtrupps gefunden, die sich nur wenige Stunden nach der vermissten Meldung zum Einsatzort begaben und denen nichts hätte entgehen dürfen. Ist das Ganze nicht schon sehr seltsam? In vielerlei Hinsicht ist auch das Verhalten von Spürhunden rätselhaft. Es wird davon berichtet, dass Hunde die Spur der Kinder, die erst kurz vorher verschwanden, nicht aufnehmen konnten oder wollten. Stattdessen drehten sich die Hunde im Kreis und legten sich faul hin. Auch diese Fälle scheinen keine Seltenheit zu sein. Man bedenke, dass Hunde eigentlich schnell die Fährte einer vermissten Person aufnehmen, aber in diesem Fall scheint das wohl nicht der Fall zu sein. Wenn euch das Thema interessieren sollte, dann schaut doch ganz einfach mal beim Mythen Metzger vorbei. Dieser hat schon einige Videos mit diesen Fällen hochgeladen. Ja, meine lieben freunde wer von euch hat solch ein ähnliches Phänomen schon erlebt? Ich meine nicht, dass irgendwelche Personen verschwinden, aber vielleicht kleinere Dinge und sind dann urplötzlich wieder aus irgendwelchen Gründen wieder aufgetaucht. Aber ihr wart ihr euch dennoch sicher, sie dort abgelegt zu haben. Schreibt doch dies einmal bitte in die Kommentare. Und ich wünsche euch im besten Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. In der Nähe des Kanadischen Sees an lag bis 1930 ein Uitendorf. Diverse Felljäger trieben Handel mit den Dörfchen. Als der Jäger Joe Labelle aber eines Tages dort seine Ware verkaufen wollte, war das ganze Dorf wie leer gefegt. Labelle fand halbfertige kleidung in der noch nadeln steckten und essen das noch auf dem feuer war als wäre das nicht schon gruselig genug fand er sieben tote schlittenhunde und ein grab das scheinbar geöffnet wurde die polizei suchte nach den einwohnern blieb aber jedoch erfolglos hier stellt man sich durchaus die frage was ist mit dem volk passiert? wurden sie opfer einer entführung? sind sie vielleicht ausgewandert? Oder was ist da genau passiert? Natürlich hört man dort immer wieder von seltsamen Lichterscheinungen. Wurden sie vielleicht doch Opfer einer außerirdischen Entführung? Nichtsdestotrotz, das Volk blieb bis heute verschwunden. Auch in anderen verschiedenen Regionen verschwinden immer wieder Menschen. Es ist bekannt, dass auch wiederum in Nationalparks Menschen spurlos verschwinden. Das Internet ist grundsätzlich voll davon wenn es um vermissten Personen geht. In den Nationalparks der USA verschwinden fast jährlich immer wieder Menschen. Ein Autor namens David Paulides hat sich diesem Phänomen angenommen. Paulides hat sich ein Muster zurechtgelegt, nach welchen sich in unterschiedlichen Parks unerklärliche Vermisstenfälle über die Jahrzehnte gehäuft haben und untersucht nur diejenigen, die diesem rätselhaften Muster entsprechen. Er legt für gewöhnlich folgende Kriterien zugrunde. Auf Selbstmord, Unfall, Gewaltverbrechen, menschlichen Dramen oder Tierangriffe gibt es keinerlei Hinweise. Die Menschen verschwinden von einem Moment auf den anderen und werden, wenn überhaupt, erst nach Monaten gefunden. Kinder zwischen 2 bis 6 Jahren, die ursprünglich von einem Moment auf den anderen verschwinden und teilweise bis zu 10-15 Meilen tot oder lebendig von der Stelle des Verschwinden entfernt aufgefunden werden. Die Fundstelle der Leichen befindet sich dort, wo die Behörde meist sogar mehrfach vorher schon gesucht hatten, selbst wenn Hunderte von Ermittlern die entsprechende Stelle schon passiert hatten. Wie kann das sein, dass Ermittler schon vor Ort dort schon gesucht hatten, aber nichts gefunden hatten, aber später genau an der gleichen Stelle dann die Leichen fanden? Paulides spricht von gruseligen Geschichten, bei denen Ranger und Behörden den Park besonders gründlich durchkämmt und nach Monaten auf einem der Hauptwege einen umgestürzten Baum finden, über dem sauber und ordentlich die Leichen der vermissten Person abgelegt wurde, ohne erkennbaren Verletzungen. Zum Beispiel Kinder, die kaum Kraft haben, mehrere Meter zu krabbeln, finden sich nach etlichen Monaten 10 bis 15 Meilen in absolut unwegsamem Gelände wieder, meistens tot. Und weiß, der Bericht schildert eine Teleportation, das Verschwinden eines Objektes oder einer Person und ihre Wiederauftauchen am selben oder einem anderen Ort ohne Zuhilfenahme physischer oder mechanischen Mitteln. Ein vermutlicher verwandtes Phänomen ist das Durchdringen von Materie, wenn beispielsweise ein Gegenstand aus einem fest verschlossenen Behälter verschwindet bzw. durch ein verschlossenes Gefäß in denselben hineingelangt. Derlei Erscheinungen treten bei Seancen mit bestimmten Medien auf, die die Psychokinese beherrschen, zuweilen auch bei Poltergeistern. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass sie nur sehr selten stattfinden, wenn Parapsychologen anwesend sind und dabei auch streng kontrollierte Bedingungen herrschen. Daher scheint der Verdacht, dass es sich um Tricks handelt, nicht ganz unbegründet zu sein. Dass solche Phänomene die Verblüffungsschwelle der me meisten Menschen überschreiten und mit den herkömmlichen Naturgesetzen unvereinbar sind, werden sich in der Parapsychologie weitgehend ignoriert. Zöllner jedenfalls wurde regelrecht verspottet und von etablierten Parapsychologen niemals ernst genommen. Was sicherlich eher auf die Schieneunglaublichkeit der Ereignisse selbst, als auf irgendwelche Unklarheiten in seinen Schilderungen oder mangelhafte Versuchsbedingungen zurückzuführen ist. Jahre später kam noch hinzu, dass Slade als seine medialischen Fähigkeiten nachlesen von einem Untersuchungskomitee überführt wurde. Bei Versuche mit Geisterschriften einer Schiefertafel betrügerisch präpariert zu haben. Bei weiteren Sitzungen mit Slade, an denen Zöllner teilnahm, bewegten sich auch andere Objekte auf, unmöglicherweise, so gerieten etwa Knoten in Bindfäden, Lederschnüre oder selbst Schweinedärme, obwohl Zöllner diese fest in der Hand hielt, oder sie anderweitig unter Kontrolle hatte. Bei einer Sitzung sollte zwei Holzringe ineinander verschlungen werden, was allerdings misslang. Immerhin fanden sich zum Schluss der Seance auf völlig unerklärlichen Weise am Bein des bereits bekannten Birkenholztisches hängend. Der Tisch hatte sich weitaus Slates Reichweite befunden. Da dieser zum Zeitpunkt gemeinsam mit Zöllner an einem großen Tisch saß, um die Ringe um das Tischbein zu legen, hätte jemand den Tisch auseinander montieren und wieder zusammenschrauben müssen. Zöllners psychokinetisches Experimente sind in zahlreichen Büchern dokumentiert. Wenn jemand Arbeiten auf diesem Gebiet der Parapsychologie Aufmerksamkeit verdiene, dann gewiss die von Johann Zöllner. Man kann durchaus davon ausgehen, dass sicherlich viel davon getrickst worden ist, wie zum Beispiel durch Zauberei oder durch Magie. Aber was ist mit den wirklichen Dingen, die Uhr plötzlich verschwinden, indem man aber sicher war? Die Gegenstände hier abgelegt zu haben. Ist das vielleicht ein Fehler in der Matrix? Und dazu sagen, dass diese Geschichte schon irgendwie sehr merkwürdig sich anhört. Trotzdem dieser nüchterne und detaillierte Bericht schildert eine Teleportation, das Verschwinden eines Objektes oder einer Person und ihre Wiederauftauchen am selben oder einem anderen Ort ohne Zuhilfenahme physischer oder mechanischer Mitteln. Ein vermutlicher verwandtes Phänomen ist das Durchdringen von Materie, wenn beispielsweise ein Gegenstand aus einem fest verschlossenen Behälter verschwindet bzw. durch ein verschlossenes Gefäß in denselben hineingelangt. Derlei Erscheinungen treten bei seancen mit bestimmten Medien auf, die die Psychokinese beherrschen, zuweilen auch bei Poltergeistern, Allerdings muss hinzugefügt werden, dass sie nur sehr selten stattfinden, wenn Parapsychologen anwesend sind. Und dabei auch streng kontrollierte Bedingungen herrschen. Daher scheint der Verdacht, dass es sich um Tricks handelt, nicht ganz unbegründet zu sein. Dass solche Phänomene die Verblüffungsschwelle der meisten Menschen überschreiten und mit den herkömmlichen Naturgesetzen unvereinbar sind, werden sich in der Parapsychologie weitgehend ignoriert. Zöllner jedenfalls wurde regelrecht verspottet und von etablierten Parapsychologen niemals ernst genommen. Was sicherlich eher auf die schini unglaublichkeit der Ereignisse selbst als auf irgendwelche Unklarheiten in seiner Schilderungen oder mangelhafte Versuchsbedingungen zurückzuführen ist. Jahre später kam noch hinzu, dass Led als seine medialischen Fähigkeiten nachlesen von einem Untersuchungskomitee überführt wurde bei Versuche mit Geisterschriften einer Schiefertafel betrügerisch präpariert zu haben. Bei weiteren Sitzungen mit Slade, an denen Zöllner teilnahm, bewegten sich auch andere Objekte auf, unmöglicherweise, so gerieten etwa Knoten in Bindfäden, Lederschnüre oder selbst Schweinedärme, obwohl Zöllner diese fest in der Hand hielt oder sie anderweitig unter Kontrolle hatte. Bei einer Sitzung sollte zwei Holzringe ineinander verschlungen werden, was allerdings misslang. Immerhin fanden sich zum Schluss der Seance auf völlig unerklärlichen Weise am Bein des bereits bekannten Birkenholztischchens hängend. Der Tisch hatte sich weitaus Slates Reichweite befunden. Da dieser zum Zeitpunkt gemeinsam mit Zöllner an dem großen Tisch saß, um die Ringe um das Tischbein zu, zu legen, hätte jemand den Tisch auseinandermontieren und wieder zusammenschrauben müssen. Zöllners psychokinetische Experimente sind in zahlreichen Buchbändern dokumentiert. Wenn jemand Arbeiten auf diesem Gebiet der Parapsychologie Aufmerksamkeit verdiene, dann gewiss die von Johann Zöllner. Man kann durchaus davon ausgehen, dass sicherlich viel davon getrickst worden ist. Wie zum Beispiel durch Zauberei oder durch Magie. Aber was ist mit den wirklichen Dingen, die urplötzlich verschwinden?